Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. So, wir sind hier an der Sasau bei dem Wassermüller zwischen Ledetschko und Rattay. Und hier ist der Weg der falsche. Alles klar, nochmal zurück, Jenda. Wir sind auf dem Weg zur Hinrichtung. Auf die Sache, die wir doch jetzt irgendwie lange erwartet haben. Und schon etwas drauf hinfiebern. Gemeinsam mit, ich kann es nicht anders sagen, mit unserem irgendwie uns liebgewonnenen Henkerfreund. Ich bereue schon fast ein bisschen, dass wir ihn da mal so übel mitgespielt haben. Ganz am Anfang. Oh, hier ist ein Kumane. Aber du kannst abhauen, du Kumane. Um dich kümmern wir uns später. Wir haben jetzt eine wichtige Mission. Anders, wir haben einen wichtigen Termin. Wir wollen an einer Hinrichtung beiwohnen. Und dort wirst du irgendwann auch enden. Sagt sich Heinrich bestimmt jetzt. So. Wenn die Zeit mitspielt, werden wir unsere Verkaufstour hier nochmal ein bisschen fortsetzen. Ich hoffe, unser Müller hat hier schon wieder ein bisschen Geld gemacht, das wir verkaufen können. So, da ist er schon. Schnell mal absteigen. Wie spät haben wir es? Noch ein Blick auf die Uhr. Zwischen 13 und 14 Uhr. Oh, Leute, das ist mir plötzlich... Ich weiß gar nicht, wie so viel Zeit vergangen ist. Wisst ihr was? Ich hatte eine kurze private Pause gemacht zwischen den Aufnahmen. Und im Optionsbildschirm läuft die Zeit weiter, habe ich gemerkt. Und das ist der Grund, warum jetzt die Zeit vorangeschritten ist. Ich hätte mal laden sollen. So. Naja. Gut, also wir können jetzt nicht verkaufen. Wir müssen da sofort hin. Nicht, dass wir das jetzt doch noch verpassen. So, hier links hoch. Dann kommt hier so eine fiese Kurve. Ne, erstmal kommt das und dann kommt die fiese Kurve. Oh ne, das ist ganz stimmungslos. So, jetzt hier. Und jetzt müssten eigentlich schon die Massen dort stehen und auf die Hinrichtung warten. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt steht da noch gar keiner. Oh doch, oh doch. Oh, es geht los, Leute. Was sage ich? Aber so ein richtiges Spektakel ist das jetzt irgendwie noch nicht, ne? Hier scheinen nur irgendwelche... Gott sei mit dir, Heinrich. Irgendwelche Beamten hier zu sein. Stefan ist hier. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Lass uns kämpfen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist nicht der Ort dafür. Der Schneider. Okay. Cornelius. Milan ist auch hier. Gott sei mit dir. Die ganzen Schlitzohren sind alle hier. Ja, Leute. Müssen wir jetzt hier irgendwas tun? Müssen wir irgendjemanden ansprechen? Können wir hier oben... Das ist der Rattayer Pfarrer. Und da hinten... Ist der Henker, ob der uns wiedererkennt? Das ist auch so eine Sache. Ja, ich will jetzt hier nichts Falsches tun. Tonda. Guten Tag. Guten Tag. Okay, Leute, ich gucke nochmal ganz kurz zum Questlog hin. Sieh dir die Hinrichtung an. Und es ist jetzt kurz vor 14 Uhr. Also, was ganz offensichtlich ist, irgendwas mit Verbrennen findet wohl nicht statt. Da haben wir uns wohl irgendwie total getäuscht. Rädern. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass die Option des Räderns dort aufgetaucht ist. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Also das mit dem Schwert, das scheint so zu passen. Was ist denn das für ein Ding? Da wird das eine Streckbank oder was? Oder da wird man draufgelegt? Ach, naja. Mal gucken. So, jetzt geht's los. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mich mit seinem Blut erlöste, bitte ich dich, hab Gnade und lass mich aufsteigen in dein Himmelreich. Amen. Jetzt sind ein bisschen mehr Leute gekommen. Okay, der erste wird mit Schwert sterben. Jo, das... Oh Gott, ich will es gar nicht sehen, Leute.
zum Teufel? Okay. Also, ist das die Geschichte mit den Pferden? Mit dem Zerreißen? Ne, das ist, glaube ich, Folter oder so, ne? Ja, okay. Gut, also das haben wir falsch eingeschätzt. Oh, ist das widerlich. Die Leute sind begeistert. Ja, da haben wir wohl nur einmal richtig gelegen, wenn ich das sehe. Oh, und da wird unser Henkersfreund aber ziemlich sauer sein. Total falsch eingeschätzt, die Lage. Ja, okay. Das war eher so eine Pleite, würde ich mal sagen. Gut, Hermann, ich meinte, eine Sache hat er missgebaut, aber ich weiß nicht, ob Hermann. Gut. Das ist echt interessant. Das haben sie natürlich super cool gemacht, dass man, auch wenn man das Falsche geschätzt hat, dass man dann trotzdem die Sache manipulieren konnte. So dass man sich irgendwie in Sicherheit wiegte, dass es doch. Doch irgendwie das Richtige war. Das ist wirklich gut gewesen, fand ich. Also, das ist eine starke Quest gewesen. Aber gut, na mal sehen. Vielleicht ist Hermann ja doch nicht so sauer, wie ich befürchte. Der hat sich das wohl nicht angeschaut. Der hat nur davon gehört. Aber er ist wohl hier, ne? Wenn ich das richtig interpretiere. Ja, da sitzt er. Ja, Hermann, tut mir leid. Ist nicht so ganz so gelaufen. Was für eine Schmach. Hast du es gesehen? Schade allerdings, dass nicht alles schief ging. Ein völliger Reinfall wäre noch besser gewesen. Aber gute Arbeit, Heinrich. Hier wird er sich so schnell nicht mehr blicken lassen. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Na gut, immerhin 300 Groschen, das ist schon ordentlich. Sehr schön, okay, also ein kleines Erfolgserlebnis. Ich hätte mir das auch denken müssen, ne? Wenn alle Stricke reißen, hieß die Quest. Oh, ja. Sehr schöner Questtitel eigentlich auch. Da habe ich nicht mitgedacht. Gut, Leute. Was ist das hier eigentlich? Ist das der der Verbrennungsort? Wenn sowas stattfindet? Nee, ist er nicht. Was ist jetzt denn eigentlich der Plan? Gibt jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Reiten wir jetzt hier nach Uschitze, um diesen Auftrag von Hanusch zu verfolgen? Oder ist die Geschichte in Sasau doch möglicherweise dringender, dass wir den geheimnisvollen Ritter auflauern sollen? Das ist jetzt eine blöde Entscheidung, wie ich finde. Was ist dringender? Ich meinte, der wird da noch eine Zeit lang, glaube ich, bleiben. Also ich würde mal behaupten, von der Logik der Handlung ist diese Geschichte dringender. Einfach weil der mit diesen Münzen unterwegs ist. Es war ja heute Nacht, so viel Zeit ist ja nicht vergangen. Also vielleicht sollten wir da doch als nächstes hin. Und welchen Weg schlagen wir ein? Wir sind ja schon mal, glaube ich, hier lang geritten und dann. Ach ne, wir sind von dort nach Sasau gekommen. Aber man kommt vermutlich auch hier weiter, könnte ich mir vorstellen. Dann ist das vermutlich der kürzeste Weg. Dann werden wir jetzt keine großen Umschweife machen. Ich werde nochmal zurück zu unserem Müller, nochmal ein bisschen verkaufen und ja, dann wohl oder übel nach Sasau reiten. Gut, jetzt nehmen wir hier mal wieder die Abkürzung irgendwie von der Seite. Kommt mir das irgendwie immer angenehmer vor, hier zu reiten. Von der anderen Seite wähle ich immer lieber den. So. Haben wir den Vogt getötet? Nee. Das wäre ein bisschen übel gewesen.
Aber ich glaube, den kann man auch gar nicht töten. So. Also. Auf. Immerhin, wir haben es pünktlich geschafft. Da waren ja auch nicht wenige Defätisten in den Kommentaren, die das vermutet haben, dass das nicht gelingt. So, jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie viel Geld er hat, aber wir holen mal was raus hier. Wir holen mal ein bisschen was raus. So, den schweren Schild, den sollten wir verkaufen. 300. Ja, wir verkaufen jetzt, ich denke mal, mehr als 1000 wird er nicht zur Verfügung haben. Nehmen wir mal die Sachen hier noch mit rein. Und dann müssen wir wieder zurückstecken. So. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Oh, er wird immer devoter, habe ich das Gefühl. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich... Wenn jemand also... Achso, das war die falsche Option. Ich habe hier... Gut. So. Nein. Achso, doch, verkaufen. Ich dachte schon, er wollte das nicht haben. Aber er will es doch haben. Wir machen mal mit den zwei Bürgerschwertern weiter. Wie viel hat er? Er hat wieder 1000. Okay. Dann das schwere Schild. Und dann noch ein bisschen was von der Rüstung. Aber wir bekommen ja nicht mal ansatzweise das weg, was wir wollen. Der Shishak, 267. Ja, und dann gönnen wir ihm wieder was. Ist in Ordnung. Handel abschließen, 1000 Groschen verdient. Lass uns über den Preis sprechen. Nun. Das geht offenbar nicht, dass man das einfach so bestätigen kann. Na gut. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn. Recht. Wie generös wir sind. Mehr das. Wir haben es ja, ne? Schon 4300. Mann. Also Geld ist jetzt irgendwie kein Thema mehr, habe ich das Gefühl. So, das kommt wieder zurück. Ja, jetzt müssen wir nochmal wieder umdisponieren. Mehr hatten wir nicht. War da nicht noch was? Kam mir irgendwie so vor. Na gut, dann ist es erstmal nicht. Wir sind auch nicht überladen. Scheint alles in Ordnung zu sein. So, Jenda hat sich da schon sonst wohin gestellt. Also, wieder auf nach Sasau, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte das Gefühl, das war jetzt ein bisschen buggy oder uns fehlten irgendwie Informationen, warum wir jetzt auf die Idee kommen, dass dieser Ritter nach Sasau unterwegs ist und vor allem das korrespondiert. Ja. Sehr gut gemacht. Wir sind schon so oft irgendwo gegengelaufen, aber jetzt passiert was. Was ich sagen wollte, das korrespondierte irgendwie auch mit dem, was Herr Ratzig uns erzählt hatte. Viel Erfolg in Sasau, obwohl er uns eigentlich ganz woanders hingeschickt hatte. Auch das war so ein bisschen merkwürdig an dieser Aktion. Na gut. Wir werden sehen. Und wie das mit dem Auflauern zustande kommen soll, jetzt bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ob wir da noch eine bestimmte Zeit abpassen müssen. Aber all diese Fragen werden sich in Kürze beantworten. So, ein bisschen haben wir vor uns. Wir sehen da rechts das Tal der Sasau. Obwohl, wartet mal, wir können doch jetzt auch schon... Na, jetzt ist es zu spät. Wir kommen nachher auf den Weg. Wir hätten auch unten langreiten können. Aber dann geht es hier nochmal ein bisschen lang. Genau, jetzt aber rechts... Ein paar Wanderer mal wieder. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon unten
am Flusstal. Und kommen jetzt so ein bisschen in ein neues Gebiet, wenn ich das richtig sehe. Zumindest einen Weg entlang, den wir bisher noch nicht geritten waren. Genau, hier. Beziehungsweise wir sind hier links hoch. Als wir Vranek schon mal zufällig erkundet haben. Wo nichts war. Aber wir können auch hier weiter, wie es aussieht. Dann müssten wir jetzt von der anderen Seite in die Stadt kommen. Das ist auch mal interessant. Wobei wir uns für die Stadt, glaube ich, erstmal noch keine Zeit nehmen, sondern wir werden gleich mal der Sache mit dem mit diesem Auflauern, mit diesem Ritter uns widmen. So. Langsam wird die Luft knapp. Die Ausdauer. Korrespondiert unsere Ausdauer mit der von Yenda? Könnte irgendwie sein, ne? Warte mal, hier ist irgendwas. Hier ist auch nochmal ein Müller. Kann das sein? Oh, das schauen wir uns mal an. Interessant. Ja, tatsächlich, hier ist auch nochmal ein Müller. Was wird... Warte mal, was ist da auf der anderen Seite? Habe ich da eben Ungarisch gehört? Da komme ich nicht hin. Da habe ich irgendwas gehört, Leute. Habt ihr es auch gehört? Man hat sogar gesehen durch die Wand. Was passiert dort? Am wichtigsten ist doch, dass er nicht raus kann, um uns alle im Schlaf abzustechen. Eher steche ich ihn ab. Den ganzen Tag lügt er dieses Kauderwelsch und lässt uns keine Ruhe. Verstehe. Bist ja ein richtiger Held. Hättest du dir überlegen sollen, bevor du ihn aus dem Fluss gezogen hast. Dreckiger Ungar. Okay, die haben hier einen Ungarn gefangen. Was geht hier vor? Wir haben einen Kuman gefangen und in die Scheune gesperrt. Wie konntet ihr ihn gefangen nehmen? Ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich nehme an, er war bewaffnet, oder? Ja, war er. Aber er hat Pech gehabt, der Ärmste. Ich wollte morgens Wasser holen. Und da sehe ich plötzlich so einen Kerl, der seinen Gaul durch die Furt reitet. Und wie er halb durch ist, geht ihm das Vieh durch. Und wirft ihn ins Wasser. Ich spring rein, ziehe ihn an Land und sehe, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück ist er auf den Kopf gelandet und war ohnmächtig. Da habe ich ihn in die Scheune gezogen. Okay, das ist ja mega interessant, Leute. Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was weiß ich. Der Müller hat gemeint, ich soll auf ihn aufpassen. Fragt am besten ihn, wie es weitergeht. Gut, werde ich machen. Wow, das könnte uns ja richtig weiterhelfen. Interessant. Sprechen wir mal mit dem anderen. Hätte ihn saufen lassen sollen. Der Fluss hat ihn mitgenommen und... Ich hätte eine Frage wegen des Kumanen. Frag nur. Okay, da ist nichts Neues. Interessant. Ein doppelter Grund, nochmal mit dem Müller zu sprechen. Okay, hier könnten wir das knacken, wenn wir wollten. Ah, die leiten so den Fluss um. Das ist auch interessant. Was haben wir oben noch? Eine umgestürzte Vogelscheuche, oder was soll das sein? So, das ist ja jetzt spannend. Also, Herr Müller. Ich habe hohes Interesse daran, den einmal zu verhören. Vielleicht sogar mitzunehmen. Das wäre auch ganz gut. Wo ist er? Da steht er. Gelobt sei Jesus Christus. Einer deiner Knechte meinte, du hältst einen Kuman gefangen. Oh, da hast du richtig gehört. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Was hat er denn bitte vor? Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Ja gut, das habe ich jetzt schon gehört. Aber jetzt mal ernsthaft, ich würde gern mal wissen, was er vorhat. Das ist das Blöde. Also das müsste man doch erstmal erfragen können, bevor man sich entscheidet. Ich meinte, vielleicht hat er ja irgendwie... Also an den Galgen... Ja klar, weiß ich nicht. Der gehört erstmal verhört. Ich meinte, das ist ein Kriegsteilnehmer. Ich weiß nicht, ob er den sofort an den Galgen... Das ist,
Also Kriegsrecht ist das ja wohl nicht. Ich meine, das ist ein Kombattant. Der muss nicht an den Galgen, der muss in Gefangenschaft genommen werden. Ich will mal rauskriegen, was er machen will. Deswegen sage ich, dass ich ihm helfe. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Scarlets. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsford auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt. Das ist auch gut. Alles klar. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist eine Sägemühle. Die Männer sagen, da gäb's einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Sicher, das kriege ich hin. Danke. Okay. Hey, können wir noch Ungarisch lernen? Das wäre ja fantastisch. Das würde uns ja richtig helfen. Finde einen Übersetzer. Was ist mit dir? Das ist auch nur so ein Heuerling, ne? Haben wir das jetzt schon auf der Questkarte? Wo bin ich denn? Ach so, ich bin jetzt hier den Bogen geritten. Da ist der Übersetzer. Tja, Leute, wie eilig ist das jetzt? Mit dem... ich gucke nochmal in die Quest, ob uns da irgendwas gesagt wird zu dieser Geschichte. Ins Questlog. So. Wenn gleich der Ritter entwischt ist, so weiß ich doch, wo er gastiert. Ich könnte in der Sasauer Schenke auf ihn warten. Ja. Wie spät haben wir es? Wir haben es 16 Uhr. Vielleicht... Nee, komm, wir machen die... Ich bin zwar kein Freund, damit alles so durcheinander zu machen, aber ich denke, wir sollten erstmal die Sache mit dem Ritter zu Ende bringen. Und dementsprechend hier weiterreiten. Man kommt hier offenbar über den Fluss, sehe ich. Das ist ja dann ein deutlich kürzerer Weg nach Sasau, als den wir geritten sind. Ja, gut zu wissen. Sehr schön. Okay, Leute. Ja. Dann werden wir jetzt von der anderen Seite nach Sasau einreiten. Sehr schön, da sind wir. Ja. Okay, da drüben ist schon das Gasthaus. Gasthaus, sehr gut. Auf dieser Seite des Flusses waren wir noch gar nicht. Ich denke, wir gucken uns mal hier vorne bis zur Brücke so ein bisschen um. Was hier noch so für... ja... Lokalitäten sind. Dann haben wir zumindest schon einen Teil gesehen. Oh, was sehe ich hier? Ein Waffenschmied. Direkt hier an der Ecke. Ist ja wunderbar. Aber der wird keine Rüstung kaufen. Wir haben, glaube ich, nur noch Rüstung. Aber wir könnten eigentlich mal ganz kurz unser Knackenschwert mal... Obwohl, das ist in bester Verfassung eigentlich. Ist Quatsch. Weil wir diesen Perk haben, aber das lasse ich. Das bringt nichts. Wer erzählt hier gerade? In Reimen. Was ist hier los? Wo, was? Hilfe. Was hast du hier zu suchen? Wer braucht... Helfe mir doch jemand! Ja, ich helfe. Ach, da ist ein... ein Taschendieb. Wartet mal. Dieser Bastard! Wartet mal. So, helfe mir doch jemand! Ja! So, können wir unsere Waffe ziehen? So, helfe mir doch jemand! Ups, hab direkt mal abgespielt. Pass doch auf, du Flegel! Nee, ich pass nicht auf. Ja, ich will dich auch fast umbringen. So krieg ich den nicht vom Pferd. Ich bin nicht geübt. Wisst ihr was? Ich steig ab. Ich bin, glaube ich, schneller im Laufen.
Ja, jetzt sind wir zu zweit. Jetzt müssen wir den noch kriegen, oder? Dieb! 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 Himmel! So. Aufhören! Hörst du? Ich gebe auf! Ja, alles klar. Hast du genug? Bitte, lass mich gehen. Schau, es waren nur ein paar Groschen. Naja, umbringen müssen wir den jetzt nicht deswegen, ne? Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ja, Herr. Okay. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Ja, ich bringe ihn doch jetzt nicht um. Hast du die Beute? Ja, hab ich. Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Die Hälfte sogar. Naja, Leute, ich sag mal, wenn das jetzt wertvoller gewesen wäre, hätten wir es, glaube ich, behalten. Aber für 8 Groschen werden wir hier nicht irgendwie rumlügen. Das lohnt sich nicht. Gut, nach diesem kleinen, kurzen Abenteuer mit diesem Dieb machen wir erstmal die Pause. Und werden dann das nächste Mal ins Gasthaus gehen. Langsam nähert sich auch der Abend. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir diesen Ritter dort noch antreffen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.